Dies sind keine Rechtsextremen. Weil ich sie nicht für Nazis und für rechtsextrem halte. Ich halte sie für rassistisch. Ich halte sie für neoliberal. Ich halte sie für fremdenfeindlich. Ich halte sie für so NPCs bis zu einem gewissen Grad. Aber Nazis sind sie nicht. Und sie sind auch nicht... Also, ich muss mich beim Chat natürlich entschuldigen. Wir haben schon Joko nur gestreift. Heißt natürlich, wir haben uns an einer antifeministischen Hetzkampagne beteiligt. Ja. Also, sie haben da keinen Führerkult. Die feiern da auch nicht irgendwie. Das stimmt. Wer mit FDP-Lern reden kann, der kann auch mit Wokis reden. Da habt ihr natürlich recht. Hitler ab oder so sind keine Neonazis. Wünschen sich auch nicht die gute alte Zeit zurück oder irgendeinen Scheiß. Tun sie ja nicht. Sondern. Die geben sich so viel Mühe, komplette Nazis zu sein, egal ob es jetzt Höcke ist oder seine Freundin der Honigwabe, geben wirklich alles, damit eigentlich jeder sie Neonazis nennen kann und Erwin stellt, nee, das gönne ich euch nicht. Das gönne ich euch. Das ist so falsch. Ja, irgendwie so ein Problem. Okay. Na, weil die Sache ist ja, ich weiß, dass Erwin wirklich viele, viele Stunden mit dem Hören von eben Honigwabe, Kasperkast und so weiter verbracht hat. Das heißt also, er hat sozusagen den Feind oder also einfach diese Bubble sehr, sehr intensiv studiert, mal so auszudrücken, um sich eben damit vertraut zu machen, was diese Leute, also was deren Talking Points sind, und worüber die sich einfach unterhalten und wie sie denken. Und im Gegensatz dazu eben ein Ara, der hört sich niemals die Honigwabe an. Der weiß, dass die existieren. Der hat vielleicht mal ein YouTube-Video von denen geschaut. Aber der schlussfolgert einfach aus der Außenwahrnehmung beziehungsweise der Tatsache, dass Belltower News da Artikel drüber gemacht hat. Daraus leitet er einfach alles ab. Und er kennt da nur einen Schluss und der ist Nazi. Ja, und das ist halt komplett verkürzt. Also da das macht er sich wieder die Welt ganz einfach. Also Belltower News scheint auch eine der besten Quellen für diese Leute zu sein. Also die schaffen es ja wirklich, jeden irgendwie zu verleumden. Also die Nachdenkseiten werden von denen in die Nähe von Antisemitismus gedrückt. Das ist wirklich kein Scherz. Nimm mal die Nachdenkseiten Belltower News von einer beliebigen Suchmaschine ein. Ihr werdet da einen Artikel finden. Also den hatte ich auch letztens schon mal gezeigt, als Shuyoka, die Amadeo-Antonio-Stiftung, sich die Amadeo-Antonio-Stiftung mit Shuyoka solidarisiert hatte. Da hatte ich euch mal gezeigt, was die Amadeo-Antonio-Stiftung sonst so über, ich sag mal so, unsere Bubble, unser Lager schreibt. Und ja, die verhalten sich, sag ich mal so, nicht wie jemand, der uns freundlich gesinnt ist. Problem mit dem, wie gerade die Dinge bei ihnen laufen und sie hätten gerne einen Kurswechsel. Und dabei sind sie sehr naiv, weil sie da Faschisten und anderen Leuten irgendwie vertrauen, dass sie schon nicht so schlimm sein werden. Ja? Du sagst an die gerichtet in deiner Reaction, ihr macht Stimmung gegen Leute wie Serdar Somuncu und das führt dazu, dass sie sich irgendwann hier nicht mehr sicher fühlen werden, beziehungsweise ja, nicht mehr sicher sein werden. Das erzeugt ja eine Stimmung der Pogrome. Wo ja ist das, also... Wer hat nochmal Pogrome begangen in Deutschland? Nur so, wie nannte man die nochmal? Wie, in welchem Universum ist das nicht rechtsextrem, was du denen vorwirfst? Nein, das könnte harten Rechtsextremismus zur Folge haben, aber ich... Es ist wirklich wichtig, dass alle Punkte einer engeren technischen Definition von Nazi erfüllt sein müssen, um einen Nazi zu nennen. Nein. Nazi ist jemand, also... Nazi ist einfach jeder, der uns Wokisten widerspricht. Ja, jetzt kommt's ja. Jetzt kommt, glaube ich, jetzt Dara ordnet ein. Was ist ein Nazi? Darauf war ich jetzt auch gespannt. Deswegen habe ich jetzt schon mal geraten, was für eine Definition überspitzt gesagt wirklich kommen wird. Was sagst du? Was sagt er? Jemand, der gegen Ausländer ist und also grenzendicht auf jeden Fall, das wird sein Ding sein und wahrscheinlich ein bisschen rassistisch ist, also der Ausländer draußen haben will, weil er in ihn etwas Minderwertiges sieht. Und ich glaube, das war's schon. Also sozusagen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen Antisemitismus, das muss auch immer dabei sein, aber Antisemitismus ist ja sehr einfach
also diesen Vorwurf zu erzeugen. Ich glaube, viel mehr wissen die gar nicht. Hören wir uns mal an, was Dara da jetzt sozusagen. Wissen, um einen Nazi zu nennen? Nein. Nazi ist jemand, also es gibt sozusagen drei Punkte, die dich zum Nazi machen, sozusagen Hauptpunkte. Also einmal, dass du eine komplett hierarchische Gesellschaft anstrebst, nach die unter einem Führer organisiert würden, nach einem Führerprinzip. Dann, dass du eine angebliche alte, natürliche Ordnung wiederherstellen möchtest. Und dann, dass du die große, böse Verschwörung bekämpfen und besiegen möchtest, die angeblich diese natürliche Ordnung stören. So, das kannst du halt eigentlich als so die besten Punkte nehmen. Die einem Führerprinzip. Dann, dass du eine angebliche alte, natürliche Ordnung wiederherstellen möchtest. Und dann, dass du die nehmen und eine Nazi zu definieren. Verschwörung, ja. So überlegen wir mal. Also, bevor wir uns jetzt darüber lustig machen. Ja, das mit dem Führerprinzip, das stimmt. Das mit dieser Palingenese, wir berufen uns auf eine alte, natürliche Ordnung, ist sehr unscharf. Ja, aber es gibt auch noch zig andere Konservative, die sagen würden, wir berufen uns auf eine alte, natürliche Ordnung. Und die große Verschwörung, ja, die Nazis haben immer von der kommunistischen oder jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung geredet, das stimmt. Aber ist jetzt jeder, der an eine Verschwörung glaubt, ein Nazi? Ja. Yes. Vor allen Dingen, also die Libertären, also diejenigen, die so den vor allen Dingen den wirtschaftlichen Teil bei der AfD zum Beispiel so toll finden, die sind ja nicht unbedingt an einer krassen Hierarchie und oder einem Führerprinzip interessiert. Es sind ja auch keine Nazis, also die würden unter die Definition beispielsweise nicht fallen. Lustig ist, Karl bezeichnet Libertäre nämlich als Faschos. Ach so? Ja. Was sind Bedeutungen, mein Gott? Bestimmt, Karl sagt ja auch, das ist kein Nazi, das ist ein Nationalsozialist. Ja, das nennt man differenzieren. Abgesehen von Führerdiktatur, was Dara ja gerade aufgezählt hat, ist diese Definition völlig unbrauchbar. Weil Dara würde sie auch in der Realität nie so anwenden, beziehungsweise sie ist ja schwierig anzuwenden, da sie halt so unscharf ist. Und die gibt ihm nur die Möglichkeit, jeden als Nazi zu diffamieren, den er nicht mag. Also so sind alle seine Definitionen, die er nennt. Also ja, auf Basis dessen kann er ja auch andere Leute Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker oder sonst was nennen, ohne dass sie jemals irgendetwas in diese Richtung behauptet haben. Und ne, das findet zum Beispiel eben bei der AfD statt. Ne, auf der einen Seite, die haben halt Höcke, der definitiv versuchen wird, irgendwie Führer zu werden. Eindeutig hat er Adolf Hitler als sein großes Vorbild gewählt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, dass die parlamentarische Demokratie auf lange Sicht abgeschafft gehört. Dann gibt es da eben, ne, das zieht sich durch die gesamte AfD, die Naturvergleiche, diese Idee, dass Homosexualität wieder natürlich ist, dass Transmenschen wieder natürlich sind, dass die Deutschen irgendwie von Natur aus besser sind, dass es einen afrikanischen Ausbreitungstyp und so weiter gibt. Und natürlich dann auch, also das kann man ewig weiter so spinnen, und dann gibt es halt eben den dritten Punkt, da gibt es die großen bösen Globalisten im Hintergrund, irgendeine Elite, die versuchen würde, die schuld ist an den ganzen Problemen. Und damit hast du eben diese Punkte des Faschismus oder Nationalsozialismus eben erfüllt. Genauso natürlich mit so Leuten, die Leute da aus der Honigwabe oder was weiß ich was. Also, und das Ding ist halt, ne, so stellen wir uns mal vor, ein Proletopia wäre halt durch und durch wirklich linksradikal und würde trotzdem in die Debatten gehen mit so honigwarmen Leuten und würde dann eben nicht irgendwie ab einem bestimmten Punkt einfach, wenn er mal eine Diskussion... Ich wollte eigentlich mir eine andere Quelle als Wikipedia raussuchen, aber nun dann... dann nehmen wir jetzt Wikipedia. Was schreibt Wikipedia zu Globalismus? Der Begriff Globalismus entstammt den Theorien der internationalen Beziehungen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Staaten durch die erfolgende Globalisierung als internationale Akteure massiv an Bedeutung verlieren und neue transnationale Akteure auftauchen, sodass sich ein weltweites Ebenensystem herausbildet, in dem Probleme durch Kooperation zwischen sämtlichen Akteuren mittels Weltinnenpolitik oder Global Governance gelöst werden müssen und können. Der Begriff ist der Großtheorie des Liberalismus zuzuordnen und wurde entwickelt, um im Zuge der Globalismus-Realismus-Kontroverse die staatszentrierten Grundvorstellungen des Realismus und Neorealismus zu kritisieren. Ja,
Hier gibt es noch einen berühmten Soziologen, von dem ich mir eigentlich was raussuchen wollte, Ulrich Beck, aber hier auf Wikipedia ist das ja relativ neutral aufgeführt. Für Ulrich Beck ist Globalismus eine politische Vorstellung, die davon ausgeht, dass politisches Handeln nur noch als nachvollziehende Anpassung an die Gesetze des Weltmarkts möglich sei. Diese Prämisse liegt einem politischen Diskurs zugrunde, woran es nur noch darauf ankomme, dass ein Unternehmen sowie eine Volkswirtschaft wettbewerbsfähig werde und sich dazu unabweisbaren Strukturreformen unterziehen müsse. Ja, und das ist mehr oder weniger Globalismus. Globalismus ist überhaupt nichts Schlimmes, keine Verschwörungstheorie, sondern ist nur ein soziologischer Begriff, der schon seit längerem verwendet wird, ganz prominent hier von Ulrich Beck. Also wer da Ja, pass auf. irgendwie sich Siehst was du? herbeischwurbelt, der hat schlicht und ergreifend keine Ahnung von gar nichts. Na, wenn du den letzten Absatz, den letzten Satz nimmst, von dem einen Absatz. Ich weiß nicht, ob du Welchen es denn? gesehen hast. Da steht, wenn du jetzt hoch scrollst, na hoch. So, noch weiter. So, genau. Und jetzt der letzte Absatz. Da ist. Die Verwendung in diesem Sinne. Ja, das ist der antifaktische Take auf Wikipedia. Ja, absolut. Wir haben hier ganz viele Soziologen, die diesen Begriff schon verwendet haben, aber eigentlich haben alle, die diesen Begriff verwenden, was gegen Juden. Ja, bestimmt. Also Ulrich Beck, der war bestimmt auch ein ganz, ganz schlimmer, was weiß ich. Also ist doch hirnverbrannt. Also ich sag ja, bei Wikipedia, da gibt es Antideutsche, da gibt es skeptische Netzwerke, die da kontrollieren, was dort geschrieben werden kann und was nicht. Dazu gibt es zwei gute Dokumentationen: Zensur, die Manipulation der Wikipedia und die dunkle Seite der Wikipedia. Schaut euch die gerne an, da wird das nochmal erklärt. Aber den Absatz hatte ich überlesen tatsächlich. Aber okay, das ist dann deswegen wollte ich Wikipedia nicht nehmen, weil klar war, dass da wieder sowas kommt. Denn der Rest des Artikels, der ist ja relativ neutral gehalten. Der beschreibt ja einfach nur, wie der Begriff hier Globalismus, Realismus, Kontroverse. Also, ja. Ansonsten wäre ja jeder Philosoph, der von Weltinnenpolitik oder Global Governance entspricht, keine Ahnung, Yuval Noah Harari oder Jürgen Habermas, dann müsste man denen ja vorwerfen, dass die Antisemiten wären. Also, keine Ahnung, gibt vielleicht Ja, Antideutsche, die genau das und? machen. Ja. Gibt vielleicht Antideutsche, die genauso argumentieren, aber das ist doch einfach nur Hirnverbrannt. Das hat doch nichts mehr mit der Realität zu tun.